Das ist ja klasse. Mehl wie aus Großmutters Zeiten. Jetzt musst du dir aber auch einfallen lassen, was man daraus machen kann. Man könnte zum Beispiel einen Schneemann daraus bauen. Aber der würde doch zusammenfallen. Na, dann backt man eben Brot und baut dann aus dem Brot einen Schneemann. Oder man bäckt eben nur Brot. Na gut, wollen wir Bäcker Müller mal fragen. Der bäckt nämlich regelmäßig im Freilichtmuseum Glockenhagen. Und wir haben unsere Urlaubsbotschafter hingeschickt, um sein Geheimrezept aus ihm herauszulocken. Hi, ich bin Marie. Hallo, ich bin Karl. Und wir sind heute in Glockenhagen, um Brot zu backen. Dann kommt mal bitte mit. Marie und Karl haben bereits am Eingang zum Freilichtmuseum Glockenhagen auf uns gewartet. Dann sind wir gemeinsam zu Bäckermeister Müller. Jetzt werden wir euch eine Schürze verpassen. Ne? Weil wenn wir jetzt backen, dann braucht ja jeder eine Schürze. So. Ich habe ja das Rezept mit, was wir heute backen. Bäckermeister Müller hat uns verraten, wie man ein echtes, handgemachtes Holzofenbrot bäckt. Ein traditionelles Brot aus Natursauerteig. Dafür braucht ihr Roggenmehl, Weizenmehl, Hefe, Stärke, Salz und ganz wichtig natürlich Sauerteig. Und guck mal, Kinder, deswegen heißt das Sauerteig. Ne? Weil das richtig sauer riecht. Und weil Bäcker Müller meinte, dass man fürs Kneten von so einer Menge Teig viel Kraft und Zeit braucht, holten wir uns ein bisschen Hilfe bei der Knetmaschine. Wasser müssen wir jetzt noch ranmachen. Jetzt ist die spannende Frage, warmes oder kaltes Kalt. Wasser? Kalt. Warmes Wasser brauchen wir, weil die Hefe dadurch besser arbeitet und auch der Sauerteig. Ne? Und dadurch kommt die Gärung im Teig dann ein bisschen besser in Gang. Was passiert jetzt im Knete? Jetzt wird das alles vermischt. Seht ihr ja schon, wird schön vermischt jetzt, auch der Sauerteig. Ich bereite am Tisch schon ein bisschen was vor und ihr könnt ja rübergehen Kräuterbutter machen. Okay? Ja. Okay. Gut. Das Tolle am Freilichtmuseum Glockenhagen ist, dass man hier alles ganz ursprünglich herstellen kann. Bei Kräuterbutter heißt das allerdings jede Menge Arbeit. Na gut, wollen wir mal tauschen? Okay. Dabei hat sich auf jeden Fall gezeigt, Butter schlagen ist eine Arbeit für Jungs. Denn die haben einfach mehr Durchhaltevermögen. So, Kinder, wie weit seid ihr? Das sieht ja schon richtig gut aus. Da kommt ja schon oben rüber, Mensch, das machst du richtig gut. Dann lassen wir jetzt die Kräuterbutter sein und gehen mal wieder zum Teich. Guck, jetzt ist das schon so fest. Ja, das ist ein Teigschaber, damit das hier von der schön abgeht. Und jetzt nehme ich mal den Kessel. Warte mal. Guck, den kann man so rausnehmen. Und dann gehen wir mal zum Tisch rüber. So. So, jetzt werden wir den Teig aus dem Kessel holen. Jetzt kommt Mehl, was ihr im Gesicht habt, kommt jetzt hier auf den Teig. Ja? Wichtig ist, nicht im Brot so viel rumgatschen. Immer so einmal rüberlegen und dann so zusammenstoßen. Ja? Ja, ganz schön, ne? Ja, sehr schön. Natürlich haben wir trotzdem herrlich im Teig gegatscht. Danach wurde es aber schwieriger. Der Teig musste gewogen und gerecht aufgeteilt werden. So, jetzt haben wir schon 5. Siehst du. Jetzt kommt das Augenmaß dazu. Hier waren Genauigkeit und Fingerspitzengefühl jetzt gefragt. Nehmen wir uns ein bisschen Mehl. Jawohl. Jeder so. Okay. Nicht klatschen, drücken. Einmal so drücken. Und ich hole mal ein Brett. So, ich stelle das mal hier hin. Und jetzt könnt ihr die Brote hier aufs Brett legen. Ganz wichtig, immer ein bisschen Abstand halten, weil die Brote ja noch größer werden. So, Kinder, das ist das Ergebnis. Seid ihr zufrieden? Ja. Ja, ne? Sieht toll aus. Ach ja, wenn ihr zu Hause keinen Holzofen habt, klappt es natürlich auch mit einem normalen Backofen. Und Julius wird jetzt den Ofen zumachen? So, Kinder, jetzt würde ich mal sagen, brauchen wir ungefähr eine Stunde, bis die Brote fertig gebacken sind. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ihr geht am besten spielen. Tschüss, bis nachher. Also ging es vom Teig zum Teich. Da gab es sogar ein Floß. Beim Spielen verflog die Stunde wie im Fluge. Und als wir noch gar nicht damit rechneten, kam Bäcker Müller auch schon mit den ofenfrischen Broten. So, Kinder, Brot ist fertig. Nun mal raus hier, ran hier. Dann kommt mal her. Langsam. Sogar unsere leckere Kräuterbutter hatte er schon vorbereitet. Viel Spaß noch.
Ich gehe mal zurück zum Backen. Das war ein wirklich gelungener Tag in Glockenhagen. Am besten ihr schaut selbst einmal vorbei. Und bis dahin... Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.